find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast. So, meine Freunde, was geht ab? Genau, starten ist ein Video auf meinem Kanal. Boom, da geht's auf jeden Fall wieder los mit FIFA Mobile. Es gab ja jetzt etwas länger schon keine FIFA Mobile Folge mehr. Das liegt einfach daran, weil es halt einfach nicht so viel gibt. Wir gucken auf jeden Fall. Ich bekomme heute ein 96er Spielerpack, denn das werden wir heute als Highlight dieses Videos öffnen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es auch der einzige Grund, warum ich jetzt dieses Video aufnehme. Nein, Spaß, einmal auf jeden Fall nochmal kurz hier aktualisieren hier alles und so alles abchecken, wie das jetzt hier so läuft noch die letzten Tage von FIFA Mobile 18, nee, FIFA Mobile 19, so rum. Genau, so, auf jeden Fall, Trainingslager, stimmt, das ist ja jetzt raus. Stimmt, Trainingslager. Aber das ist halt eigentlich auch fast dasselbe. Ne, gut, hier, das ist ein bisschen... Ah, ne. Naja, es ist halt alles dasselbe. Oh, hier, Hummels. Trotzdem ist es alles dasselbe. Leute, vielleicht ziehen wir heute zwei Packs. Ich möchte... Ah, stimmt, da muss ich ja erst das hier noch... 30, 60... Ne, es wird nichts. Gibt es noch irgendein Pack, was ich noch öffnen könnte? Die 20 jetzt und später Punkte. Also ich finde, jetzt und später Punkte sind für mich meines Erachtens wichtig. Das bringt nochmal einen richtig voran bei dem neuen FIFA Mobile 20. So, 5 vorwärts. Wie viel brauchen wir? So. Vorwärts. 2 vorwärts. Wie viel brauchen wir da jetzt noch? Acht, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Gut, mal gucken, ob wir es bekommen. 3. Fehlen noch 6. Zwei. Jetzt bräuchten wir noch 4. Vielleicht kann ich es ja... 4. Ja, gut. 250 Diamants. Ach komm, machen wir jetzt einfach mal diesen hier. Ich bekomme ja eh bald 9000 Gems, weil ich ja bald hier neuer VIP-Rang bin. So, zack, haben wir diese. 10 jetzt und später Punkte. Die kann ich dann, wie letztes Jahr, dann im neuen FIFA Mobile 20 dann einlösen. Zack, bumm, wie so Fisch. Gut, haben wir noch 5 von den Punkten. Gut, Verträge, wie viel haben wir noch hier noch? 20, na gut, ich weiß jetzt auch nichts mehr hier machen in diesem Event. Hier habe ich noch 25, hier kann ich irgendwas noch einlösen. 90, 40. Gibt es noch irgendwie jetzt und später Punkte? Ach komm, das werden wir irgendwann, also das werde ich irgendwann privat noch machen. Was mich ärgert, ach stimmt, hier ist noch irgendwas. Na gut. Ja. Was mich ärgert, ich habe vergessen, hier, ich habe gestern vergessen, das abzulösen. Mann. Aber auf jeden Fall hier. Bekommen wir hier jetzt gerade 250.000 Münzen und damit können wir dieses Packy Open öffnen. Ja. Ja, für diesen Premium-Bonus musst du dich an 27 Tagen anmelden und den Bono. Ja, das habe ich jetzt natürlich verspielt, weil ich am einen Tag geschlafen habe. Na gut, auf jeden Fall habe ich jetzt 7 Millionen Münzen. Ich weiß noch nicht ganz, was ich damit anstellen soll oder will. Vielleicht nur irgendeinen neuen Spieler holen? Ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Hier auf jeden Fall noch mein 113er Team mit 7 Millionen Münzen. Vielleicht habt ihr ja Ideen, was ich noch machen könnte. Wir gucken noch kurz in den Shop rein und dann öffnen wir dieses Pack. Dieses 96er Pack. Ach ja, und dann wollte ich noch kurz euch meinen VIP-Rang zeigen. Hier gibt's eigentlich nichts zu sehen jetzt. So, ihr meine Freunde, mein VIP-Rang.
So. Heißt, ich habe jetzt 891.000. Das heißt, in 2 Tagen habe ich dann die 9.000 Gems und dann nochmal 450.000 Münzen. Und dann habe ich insgesamt 10.000 Gems. Und wisst ihr, was ich damit mache, Leute? Ich werde das investieren für die Jetzt- und Später-Punkte. Die sind hier, genau. Kostet 2.500. Vielleicht haben wir ja nur Glück und ziehen einen Spieler hier unten. Ich glaube es zwar nicht. Das heißt, wir können dann 4 von den Packs ziehen. Und da werde ich auf jeden Fall auch noch ein Video dazu machen. Oder drehen und veröffentlichen. Ja, gut. Wir sind da jetzt angelangt. Ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ich dieses Event nicht so spannend jetzt finde. Ich habe mir da jetzt mehr darunter erhofft. Zum Beispiel bei dem hier, bei Verträge habe ich mir vielleicht was erhofft. Vor allem, ich bin übrigens noch gespannt, wie das jetzt nun ablaufen wird. Wie man jetzt die jetzigen Spieler, zum Beispiel jetzt mein 100er Sanchez, wie ich den dann im neuen FIFA Mobile übertragen kann. Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe da jetzt eigentlich gehofft, dass es in dem Saisonvorbereitungsevent, dass es da jetzt noch irgendwie dass man das nicht erst spielen kann oder so. Zum Beispiel bei Verdrängungslager zum Beispiel oder bei Verträge vor allem, habe ich gedacht, dass man das da irgendwie freispielen kann. Wie das da jetzt noch ablaufen wird, steht noch in den Sternen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, genug lange Worte. Wir öffnen jetzt dieses 96er Spielerpack. Ich bin gespannt, wer drin ist. Boom! 96er ist wirklich ein Brocken. 96er Spielerpack. Und wir ziehen 96er Thiago Mendes. Ja, moin. Natürlich. Es darf ja kein 98er oder so sein. So, welche Position hat er denn jetzt? Welche Position? 96er? Da. ZDM. ZDM hatte er. ZDM. Gut, ich habe noch nicht mal ein ZDM. Das heißt, ich werde ihn verkaufen. ich werde noch mal kurz gucken, wie viel der Wert ist auf dem Markt. Verkaufen. Wie heißt der? Thiago Mendes. Okay. Thiago Mendes. Boah. 96, ne? Ja, geil. Keine Suchergebnisse gefunden. Oh. Leck mich doch. So ganz ehrlich, ey. Hey, was ist das jetzt? Hä? Gucken wir eben hier rein. Bei Saisonvorbereitung. Gibt's denn nirgends oder was? Gehen wir mal auf Brasilien. Nation Brasilien. Da, Mendes. 5%, als ob. Machen wir nochmal ZDM, dann haben wir ihn ganz. Wo ist das? Position ZDM. 6 Millionen, 4 Millionen. Ei, hi, der Witzka. Da ist schon ganz schön was wert. 4 Millionen. 1 Million, na, hab ich mir schon gesagt. Dann werde ich ihn wahrscheinlich für 1,4 Millionen. Ja, gut, hier es geht einer raus für 1,4 Millionen. Ich werde ihn verkaufen für 1,4 Millionen, Leute. 1,3 Millionen. So, und dann hier 1,4 Millionen. Gut, Leute, wenn das klappt, habe ich dann 8 Millionen Coins auf der Kante. Ich habe jetzt noch 5%. Wie gesagt, ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich jetzt noch in den letzten Tagen machen soll. Ich will das Geld ja jetzt auf jeden Fall noch rausballern. Die 8 Millionen Coins oder 7 Millionen Coins will ich dann noch irgendwie rausballern. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare und ich bin wie immer raus und sage bis zum nächsten Mal.